Weiter geht's im Programm mit einem Gespräch des Burgersdorfer Bürgermeisters Karl Schlögl, mit einer Vorschau auf das Jahr 2014 sowie einem kurzen Rückblick auf das Vorjahr. Herr Bürgermeister, das Jahr 2013 ist vergangen. Was erwartet die Bevölkerung Burgersdorf 2014? 2013 war ein gutes Jahr für Burgersdorf und ich möchte daran fortsetzen. Wir haben eine Vielzahl von Initiativen im Jahr 2014 vor. Vier sind für mich besonders wichtig. Erstens, wir wollen gemeinsam mit der Stadt Wien und unseren Nachbargemeinden eine Radwegplanung durchführen, eine gemeinsame, mit dem Ziel, eine Langstreckenradverbindung vom ersten Wiener Bezirk bis Pressbaum zusammenzubringen. Wenn dies gelingt, dann wollen wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen. Zweites wichtiges Vorhaben ist kostengünstiger Wohnbau für junge Menschen in Burgersdorf. Wir haben sehr viele Wohnbauten in den letzten Jahren errichtet. Manche sehr kostengünstig, manche auch in höherem Einkommensniveau angesiedelt. Mein Ziel ist es, dass die Gemeinde wieder für junge Menschen Wohnungen anbietet. Wir haben entsprechendes Grundstück angekauft und wollen heuer die Planung umsetzen und wenn möglich noch mit dem Bau beginnen. Drittens soll ein neues Zentrum für Kleinkindergruppen entstehen. Wir haben derzeit bereits eine Kleinkindergruppe für Kinder unter 2,5 Jahren, die in Burgersdorf betreut werden von der Stadtgemeinde. Wir wollen in der Bad Säckingengasse ein altes Haus umbauen und das ausschließlich für Kleinkinder dann zur Betreuung dienen wird. Und das letzte Projekt ist die Sanierung, der Umbau des Rathauses mit dem Ziel, dass das Rathaus noch freundlicher, noch kundenfreundlicher wird und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bessere Arbeitsbedingungen schafft. Wie sieht es denn gegenwärtig mit der Finanzpolitik in Burgersdorf aus? Ja, wir haben geordnete Finanzsituation. Wir waren eine Gemeinde, die nicht spekuliert hat. Wir haben lediglich einen Teil unserer Kredite in Franken aufgenommen. Da haben wir aber noch immer einen Überschuss und der wird auch in Zukunft so bleiben. Wir zahlen unsere Kreditverpflichtungen regelmäßig zurück. Gerade im Gegenteil, wir nehmen deutlich weniger neue Schulden auf, als wir alte tilgen. Das heißt, unser Schuldenstand reduziert sich von Jahr zu Jahr kontinuierlich. Es wird mit einer großen Umsicht herangegangen. Ja, es muss ein sinnvoller Ausgleich sein. Man darf nicht nur sich kaputt sparen, sondern man muss auch investieren und man muss immer wieder Neues schaffen und gleichzeitig Altes erhalten. Das heißt, eine ausgewogene Politik zwischen Schuldenabbau, aber gleichzeitig wichtige Investitionen durchführen. Der Kultursommer 2014 stellt einen der Schwerpunkte Burgersdorfs dar. Es gibt praktisch im Sommer keinen Tag, wo es nicht die ein oder andere Veranstaltung gibt. Wir haben heuer auch wieder zwei große Open-Air-Konzerte geplant. Eines am 15. Juni mit der Bonnie Tyler, eine bekannte internationale Sängerin. Und am 31. August wird der Lokalmatador Reinhard Fendrich auftreten. Und neben diesen beiden Groß-Open-Air-Konzerten, wo wir pro Veranstaltung einige tausend Leute erwarten, wird es eine Vielzahl von unter Anführungszeichen kleineren Veranstaltungen geben. Sind Sie 2013 Großvater geworden? Hat sich hier auch im Rahmen Ihres politischen Daseins, Ihrer Funktion als Bürgermeister einiges geändert? Hat sich nichts geändert, das ist alles gleich geblieben. Natürlich ist die Einstellung eine andere, wenn man ein Enkelkind hat. Es gibt immer Momente, wo sich das Leben entscheidend verändert. Das ist bei dem Tod eines nahestehenden Menschen oder bei der Geburt eines Menschen, der einem sehr nahe steht. Und ich habe zum Glück das erfreuliche Ereignis gehabt. Wie fühlt man sich, wenn man das Tafel hat, Opa ist der Beste? Naja, man fühlt sich ganz gut. Man wird erst in der Zukunft sehen, ob das wirklich so ist. Aber ich habe ein ganz liebes Enkelkind und bin wie jeder Großvater sehr, sehr stolz drauf. Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch. Danke.